Ten Hag soll sich persönlich ganz stark für Trapp eingesetzt haben. Auch das ist true. Man muss sagen, dass der Trainer da eingreift in die Transferverhandlungen, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen für Kevin Trapp, weil das ist ungewöhnlich, aber er muss selber zum Hörer gegriffen haben, nochmal hinterlegt haben auf der Seite von Trapp, dass er ihn unbedingt haben will. Und ja, und jetzt geht es nur noch zwischen den Clubs hin und her. Und Kevin Trapp, er könnte sich vorstellen, 4-Jahres-Vertrag liegt vor, unterschriftsreif. Und dann würden wir Trapp im Pub auf der Insel sehen.